Kieler, ihr Lieben, und willkommen zurück bei Outlast. Wir befinden uns auf der Station von Dr. Tedler, heißt er, glaube ich, der uns im letzten Part fieserweise beide oder zwei Finger abgeschnitten hat. Und wir müssen eine Schlüssel... Wir müssen einen Schlüssel für den Aufzug finden. Wobei ich noch überhaupt keine Ahnung, können wir eigentlich über die drüber springen? Nee. Noch gar keine Ahnung habe, wo wir diesen Schlüssel finden sollen. Weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt laufe ich hier einfach mal in den Flur, wo er die ganze Zeit patrouilliert ist, um eventuell... Ach okay, hier sind wir jetzt sozusagen wieder hier. Hier ist eigentlich scheiße, weil es hier nirgendwo weitergeht. Läuft er uns noch nach? Ja, gut. Gut, wir rennen hier lang. Wir müssen den Flur mal ganz runterlaufen, weil das ist der einzige Ort, an dem wir noch nicht waren. Und ich muss jetzt irgendwie rausfinden, wie wir diese blöde Schlüsselkarte herkriegen. Oder den Schlüssel. So, also in die Richtung müssen wir laufen. Ah ja, ich sehe es schon. Ich glaube, wir haben ihn auch abgehängt, oder? Ach, immer nur diese scheiß Toiletten. In den Toiletten wird ja wohl nichts sein. Oder? Eventuell doch. Hier geht's hoch. Ich höre ihn rufen. Okay, hier waren wir jetzt wenigstens noch schon mal nicht. Vielleicht finden wir die Schlüsselkarte ja hier irgendwo. Es speichert mal. Ach, schon wieder eine Toilette. Sind wir jetzt einfach wieder... Nee, ich glaube, hier waren wir tatsächlich auch noch nicht. Hier sind keine Patienten. Die Tür ist zu. Ich nehme an, wenn wir jetzt da vorne die große Tür aufmachen, steht er direkt dahinter. Da könnte ich wetten. Da könnte ich wirklich wetten. Die ist so verdächtig. Nee, aber wir sind auf der anderen Seite. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich hier durch. Ich höre ein Telefon. Liegt hier eine Schlüsselkarte rum? Zufälligerweise nicht. Nee, aber hier, also einen Schlüssel suchen wir ja, keine Schlüsselkarte. Wo sind wir hergekommen? Wo sind wir hergekommen? Ich weiß es nicht. Wo sind wir denn hergekommen? Aus der Decke, ne? Wie kommen wir wieder zurück? Wahrscheinlich, weil er jetzt da aufgeschlitzt hat. Ich höre ihn aber nicht. Bist du da? Das hört sich an, wenn der rechts von mir wäre. Boah, ist er auch. Wo kam er denn jetzt her? Verstehe ich nicht. Wo kam der denn jetzt her? Ich hoffe, wir haben wenigstens den Schlüssel jetzt behalten. Wo kam der jetzt her? Ich dachte, da wäre nur das Bad. Ach, da kommt er durch. Okay. Das heißt, wir müssen da auch wieder wahrscheinlich durch. So, jetzt verstecke ich mich mal hier.
Und im Zweifelsfall renne ich einfach wieder an ihm vorbei. Oh oh. Oh oh. Nein, 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 nein. Gut, dann machen wir unsere Taktik direkt so. Da ist nämlich jetzt die Tür offen. So, jetzt müssen wir uns nur orientieren. Wo war der Aufzug? Wo war der Aufzug? Hier nicht. Hier auf keinen Fall. Scheiße, wie bin ich denn zu dem Aufzug gekommen? Den Gang runter. Den Gang runter, oder? Den Gang runter. Nee, hier sind wir durch. Die Richtung eventuell? Ich glaube, hier ist er. Oder? Komm, 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 komm. Oh fuck. Vom Aufzug zerquetscht. Geschieht dir recht. Ja und jetzt? Können wir nicht mehr raus, oder was? Weil er da feststeckt. Was hat er eigentlich sich da für Injektionen gesetzt? Ja, eine Notiz bekommen wir noch von ihm. Schritt 1, drücken. Ja, wollte ich doch. Aber irgendwie. Ach, da. Da ist eine Falltür. Gut, okay. Wir steigen über seine Leiche. Gut, okay. Der wird uns jetzt erstmal nichts mehr tun, hoffe ich. Unsterblich sind die ja Gott sei Dank nicht hier. Die Sache ist, dass ich überhaupt kein bisschen, dass es mir dadurch kein bisschen besser geht eigentlich. So, da unten ist bestimmt zu, oder? Ja. Aber da links habe ich gerade gesehen, da ist ein kleiner Durchgang. Ja. Teamwork. Team Player Award Patrick Petrina. Mhm. Der Team Player Award. Hilft ihm jetzt wahrscheinlich auch nichts mehr weiter. Oben hätten wir wahrscheinlich nicht weiter gekonnt, wenn wir hier unten so weit gehen können. Oh, das ist sehr weitläufig hier. Das macht mir schon wieder Angst. Das macht mir... Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Ach, der ist das mit der Taschenlampe. Wahrscheinlich auch... Als wir in der Kanalisation waren, war er das mit der Taschenlampe. Wir sollen ihn draußen treffen. Gut. Hier hat einer gezündelt. Die Frage ist nur, wie kommen wir denn raus? Und ich habe nur noch zwei... Nee, ich habe 3 Batterien. Okay. Trotzdem wäre es mir lieber, wenn wir noch welche finden würden. Kann ja eigentlich nur hier weitergehen. Hallo? Ist hier jemand? Hier geht's nicht weiter. Es hat auch keine Batterien. Hier ist eine Notiz. Aber wo geht's dann weiter? Von Airtrager Merkov Blabla an P. Walsh. Sehr geehrter Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531920 David Annapurna und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank, Rick Trager.
Ja, Trigger war ja gerade der Verrückte, der uns die Flutschen abgeschnitten hat. So. Also, er hatte recht, dass er ein Angestellter hier gewesen ist. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt hier weiter? War da vorne noch eine Tür, die wir hätten öffnen können? Die da ist ja zugenagelt. Nee. Ist hier irgendwo was, wo wir durchklettern können? Auch nicht, ne? Kann eigentlich nur hier sein. Vielleicht irgendwo über die Schränke drüber? Nee. Hier ist doch nichts. Was sollen wir denn jetzt machen? Versuche jetzt mal auf so einen Schrank hochzuhüpfen. Nein. Geht's da vielleicht irgendwie? Nee. Ich habe keine Ahnung. Ja, das bringt uns jetzt nichts. Aber hier sind die Fußspuren. Die verschwinden hier. Bin ich jetzt blöd? Also irgendwie habe ich es gerade nicht. Oder sind das meine Fußspuren jetzt doch gewesen? Gut, dann gehen wir jetzt einfach nochmal in den großen Raum zurück. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Nee, hier lang. Da können wir ja nicht durch. Oder wir müssen jetzt doch ganz hoch. Das könnte natürlich auch sein. Das glaube ich aber irgendwie nicht. Aber jetzt bin ich bereit, es zu probieren. Eine andere Möglichkeit habe ich jetzt gerade nicht, weil mir nichts anderes einfällt. So. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Ja, aber... So. Ja, wie kommen wir hier weiter? Das verstehe ich nicht. Irgendwas Dummes übersehe ich jetzt schon wieder. Irgendein kleiner Durchgang. Irgendein kleines Loch, wo wir durch müssen. Aber wo? Wo? Das ist irgendwie... Tja. So, hier war ja auch nichts. Nee. Hier sind nur die brennenden Leichenteile. Die bringen uns jetzt nicht weiter. Also es muss in diesem anderen Raum sein. Was anders, verstehe ich sonst nicht. So, was übersehe ich denn jetzt hier? Was übersehe ich hier? Nein. Also ich bin jetzt gerade echt überfragt. Ich habe gerade wirklich keine Ahnung. Wie zur Hölle kommen wir hier weiter? Ich verstehe das nicht. Ja, es bringt ja nichts, wenn wir uns hier verstecken. Hier ist definitiv kein Durchgang.
So, das ist mir jetzt zu blöd. Ich gucke das jetzt einfach nach. Okay. Ich bin echt megamäßig blind. Hier geht's einfach weiter. Na gut, es ist schon spät. Das kann man mir mal verzeihen, würde ich sagen. Jedenfalls haben wir es gefunden. Okay, und hier ist es auch endlich wieder hell. Hier sind wieder Fußspuren. Die führen da hoch. Jetzt schauen wir mal hier, ob wir hier eventuell noch was finden können. Batterien zum Beispiel wären nicht schlecht. Ja, hier ist zum Beispiel auch schon eine. Das sieht mir allerdings aus, als würde es da nicht weitergehen. Und hier ist es ziemlich rauchig. Also es scheint mir in diesem Abschnitt hier zu brennen. Wer war das denn? Wer hat denn hier alles angezündet? Oh, und ich glaube, wir müssen uns relativ schnell... Murkoff took so much from us, used us, turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. You want to let me get out through the kitchen. Schalte die Sprinkleranlage an. Ich bin nicht das einzige Opfer hier, bei weitem nicht. Ich habe einen Mann gesehen, der verbrannt ist und den schmerzhaften Tod gewählt hat, um nicht an diesem Ort bleiben zu müssen. Ja, der hat das hier also alles angezündet und hat jetzt gesagt, wir sollen durch die Küche gehen. Wie kommen wir denn dahin? Hier brennt es ja. Durch das Feuer können wir sicherlich nicht durchlaufen. Also probieren wir es mal hier weiter. Hier können wir noch... Ach, hier unten ist auch wieder die Blutspur. Hier ist offen. Ah, gut. So können wir natürlich nicht sehen. Oder bin ich hier reingekommen? Bin ich hier reingekommen? Nee. Nee. Hier ist es zu verbarrikadiert. Das heißt, da vorne müssen wir wahrscheinlich durch. Die Sprinkleranlage müssen wir finden. Wo könnte die denn sein? Wieso geht die denn eigentlich nicht automatisch an, wenn das hier brennt? Nehmen wir erstmal wieder eine Notiz. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Ja, das würde ich aber sicherlich in diesem Laden hier nicht machen. Das halte ich für gefährlich. Also was die hier so für Scheiße veranstaltet haben. Ja, unsere Batterie ist schon wieder am Abkacken. Hier können wir uns durchquetschen. Ja, wo könnte denn so eine Sprinkleranlage sein? Keine Ahnung. Und wieso muss man die anschalten? Wie gesagt, normal gehen die doch von alleine an. Ah, das könnte sie sein. Es ist kein Wasser im System. Öffne zuerst die zwei Ventile. Welche zwei? Wieso sind die Sachen immer so weit voneinander weg? Wieso können die nicht mal beisammen sein? Wieso können die Ventilhähne jetzt nicht einfach nebendran sein, neben diesem Knopf? Oh nein, nicht der schon wieder. Oh nein, er ist wieder da. Kommt er jetzt hier rein? Tja, Leute. Der gute Mr. Wieso hat er uns denn jetzt hier entdeckt? Na super. Jetzt musst du Gas geben, Junge. Ja, toll.
Wo sollen wir uns denn jetzt hier verstecken? Der gute Mr. Walker, ich meine, er heißt Walker, ist wieder da. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao.